Hallo und willkommen zurück beim Castellato. Das letzte Mal haben wir ordentlich überzogen. Da sind wir wieder mit Tron 2.0 und da ist Wolfgang. Er wurde ja eigentlich gelöscht, wie wir gesehen haben in einer Nachricht. Er ist wieder da, Wolfgang 587. Die Neuformatierung kommt. Schnell, rette dich! Ich mache alle 30 Sekunden ein Autosave. Du solltest das gleiche tun. Nimm diese Genehmigung und verschwinde von hier. Danke, Wolfgang. Der eigentlich nicht mehr leben sollte, aber aus irgendwelchen Gründen wieder da ist. Na, ja, das kann ich nicht öffnen. Wo ist Mafria eigentlich hin? Mafria, ja, der Name, ey. Mafria, ach, egal. Wo ist sie überhaupt hin? Ist rausgeleitet worden, aber ich sehe sie nicht. Aber ich glaube, ich kann jetzt die Konsole bedienen, ne? Ja. Wow, und das Spiel ist wieder abgekratzt. Oh, ich liebe es. So, jetzt müsste es wieder gehen. Geht doch. Da sind wir wieder. Hoffentlich kratzt das Spiel jetzt nicht ab, weil der Name, der, was ich gesucht habe von letztes Mal, in Hoffnung, das zu verhindern, ist die Datenausführungsverhinderung. Na, Datenausführungsveränderung. Konvertiere Programm. Ach du Scheiße. Muss hier weg, sonst werde ich gleich formatiert. 96 wurden alle Daten gelöscht. Verliere Daten. Überall dead ends. Ach du Scheiße. Beeilung bald. Senke das Energiefeld ab. Ich bin ja dabei. Ich weiß nicht. Ihr nervigen Kleinscheißer. In den Sektoren 32, 64 und 96 wurden alle Daten gelöscht. Verliere Daten. Überall Dead Ends. Beeilung bald. Senke das Energiefeld ab. Ich bin da dabei. Weißt du, ich habe den Eindruck, als müssten wir alle eines Tages einmal neu formatiert werden. Unsere User entscheiden in ihrer unendlichen Weisheit, wann wir nutzlos geworden sind. Und dann... Bald, spar dir deinen Kulturpessimismus für später auf, ja? Oh ja, aber sicher... Sorry, nur noch einen kurzen Moment. Du solltest Sinn machen. Halt! Ach du Scheiße. Ich bin komplett infiziert. Mach hinne! Mach hinne! Digga! Okay, ich hab's. Das Energiefeld ist angesiedelt. Thank you.
Scheiß auf meine Systeme, ich muss hier weg. Ach, my lady. Oh. Wird langsam rot. Da ist Mercury. Mercury, lass uns gehen. Hol Masria in den Datenport. Die Neuformatierung. Schütze Masria! L2, wir müssen gehen. Programm Mercury gelöscht. Wir sollten Backup. Mathria, ich will antworten. Warum wurde ich digitalisiert? Die Situation wurde langsam kritisch. Durch die Ausbreitung der Korruption war meine Existenz bedroht. Also hast du mich wegen eines Virus hier hineingezogen? Alan 1 hat errechnet, dass ein User 526 mal mächtiger ist, wenn er aus dem Inneren eines Systems heraus operiert. Warum mich? Alan 1 war nicht verfügbar. Alan 2 schon. Ich heiße Jet. Alan ist mein Vater. Vater? Du meinst, Alan 1 ist deine Vorgängerversion? Nun ja, sowas in der Art. Mein Vater. Mathria, was geschah in dem Labor? Was ist eine neue Systeme? Okay. Hier ist ja alles kompiert. Okay, dann machen wir uns mal ausrüsten. So gut es geht. Wirklich viel Spielraum haben wir nicht. Irgendwie zielt er gerne auf die Beine. Ich werde es dir zeigen. Ein Videoarchiv. Ja, mein Profil ist noch kompiert. Tag, Mr. Bradley. Wer sind Sie? Was hat das alles zu bedeuten? Wir interessieren uns für Ihre Arbeiten an. Zunächst an den Korrekturalgorithmen zur Vermeidung von Fehlern beim Datentransfer. Ja, ich enttäusche Sie ja nur ungern, aber an diesem Problem arbeite ich noch. Die Berechnung von Algorithmen ist eine komplizierte... Ersparen Sie uns das Versteckspiel, Mr. Bradley. Wir wissen, wie weit Sie bei Ihren Forschungen sind. Wir wollen nur die Algorithmen. Wenn wir Ihre Funktion verifiziert haben, können Sie wieder gehen. Sie verschwenden Ihre Zeit. Sie haben eine Stunde, sich anders zu überlegen. Danach ist Schluss mit lustig. Ihre altmodische Firma ist Geschichte, Mr. Bradley. Efcon Industries ist die Zukunft und Ihr Wissen könnte, auch wenn es ziemlich antiquiert ist, für uns noch von einem gewissen Wert sein. Wenn Sie sich uns anschließen, wenn nicht, an die Algorithmen kommen wir auch so ran. Das ist fies. Wer waren die Leute, die meinen Vater verhört haben? Offenkundig stehen sie in Verbindung zu Future Control Industries, auch bekannt als Efcon. Efcon plant eine feindliche Übernahme deiner Firma. Ah, jetzt was fertig. Was sind Korrekturalgorithmen? Korrekturalgorithmen sind Routinen, die Fehler beim Digitalisierungsprozess automatisch korrigieren. Masria, kannst du mich zurückschicken? Ich muss nach Hause. Sorry, Jet, aber die Neuformatierung hat alle entscheidenden Routinen für den Digitalisierungsprozess ausradiert. Ich kann es nicht, jedenfalls nicht aus eigener Kraft. Merkwürdig, ich empfange das Rufsignal von Gast. Ja, tschüss. Tschüss.
Config-Set-Fehler. Also erstmal weiter meine Daten aufräumen. Und da es gerade weiter nichts gibt, gehen wir hier mal nach. Und ja, die Programme hatten recht, ab und zu mal Quicksave machen ist eine gute Entscheidung. Comport-Konfigurationsprogramm. Das ist das fertig geworden. Boah, wir müssen hier wirklich alles entkorrumpieren. Ach, hier ist sie. Kommunikation nach außen wird derzeit nicht unterstützt. Aktiviere die korrekte Programmfolge, um den Comport zu konfigurieren. Okay. Können wir raus, wie dein Vater in seinem Labor... Was denn dein Vater in seinem Labor zugestoßen ist? Rekonfiguriere den Comport des Systems. Ja, hier oben ist noch was und hier ist noch was. Dann haben wir gleich alles entkorrumpiert. So, und ihr? Mache mich gleich an die Arbeit. Ihr seid nur ein Pen. Bin schon dabei. Wie du befiehlst. Bin unterwegs. Also die weiblichen Programme sind ja immer noch am schönsten. Auch wenn sie nur Farben haben und schwarz-weiß sind, aber hey. Comport. Wird heruntergefahren. Ach, der ist geschlossen. Ah. Aber wie dreh ich dich? Ah, dann brauch ich... dich ganz hinten. Bin unterwegs. Du müsstest die Richtige dann sein, ne? Ja. Nummer 1. Mache mich gleich an die Arbeit. Ja, es läuft. Das läuft. Schön. Auch wenn er noch etwas länger hin braucht. So, und der letzte. Bin schon dabei. So, zur Dame zurück. Jet, aktiviere den IO-Knoten. Ich habe etwas Interessantes für dich. Welchen? Ich glaube, den da hinten, ne? Den ich hoffentlich mit null Berechtigung bedienen kann. Verbinde mit IO-Raster. Jet, kannst du damit was anfangen? Mathria. Noch intakt. Tut mir leid, dass ich... Korrektur! Hatte keine Wahl. Tron Erb. Muss ihn finden. Gast, wer sind Sie? Kennen Sie einen gewissen Alan Bradley? Er arbeitet im... User-Verbindung beendet. Sorry, Jet. Die Verbindung zu Gast wurde unterbrochen. Tron, so hieß doch ein Programm, das mein Vater vor Jahren mal geschrieben hat. Aber was oder wer ist der Tron Erbe? Meine Daten reichen nicht aus, um diese Frage zu beantworten. Es muss eine Verbindung geben zwischen den Korrekturalgorithmen und dem Code des Tron-Erben. Ich werde mal eine Systemsuche starten. Habe eine völlig fragmentierte E-Mail gefunden mit ein paar Zeilen, die sich auf den Tron-Erben beziehen. Kannst du sie wiederherstellen? Wenn du die drei Fragmente dieser E-Mail findest, sollte das kein Problem sein. Knoten deaktiviert. Ich habe eine Genehmigung bekommen.
Dann suchen wir mal. Oh, das sieht schon wieder so scheiße aus da hinten. E-Mail. Ah, Fundsache. Alan Bradley, okay. Guten Tag, Mr. Bradley. Während Ihres Besuches gestern haben Sie offenbar aus Versehen Ihre Brieftasche auf den Tisch liegen lassen, auf dem Sie jetzt Entlassungspapiere ausgefüllt haben. Wow, toller Vater. Die Putzfrau brachte Sie gestern Abend zu uns. Sie können sie jederzeit gerne bei uns abholen. Vielen Dank. Speicher nicht vergessen. E-Mail 2, das habe ich schon. Ärger in der Schule. Guten Tag, Mr. Bradley. Mehrere Mitglieder des Lehrkörpers haben mir von Jets ausführerischem Verhalten hier an der Highschool berichtet. Seine frechen Antworten stören oft den Unterricht und seine und sein augenscheinlicher Mangel an Respekt vor den Lehrern ist höchst unangemessen. Jet ist ein guter Junge und sehr schlau. Als Direktor muss ich jedoch auf ein Gespräch mit Ihnen bestehen. In der Hoffnung, dass wir gemeinsam Jet und dem potenziell selbstzerstörerischen Pfad abbringen können, auf dem er sich gerade befindet. Wäre Ihnen Dienstag um 17 Uhr recht? Böser Bube. Ah, keine Berechtigung. Ach, das sieht schon so nach Ärger aus. Ja. Können Sie das E-Mail-Fragment Nummer 1 über den Code des Tron-Erben zurückholen? Aber sicher doch. Ja, und? Hier ist Fragment Nummer 1. Ein schöner Mikrozyklus noch. Ich bin ein wenig verwirrt. Ich habe gerade gesehen, dass unser Tron-Erben-Code-Upgrade nicht nur auf dem Zeitplan für das vierte Quartal erscheint. Gibt es da etwas, was ich wissen sollte? Alan Bradley. An Kevin Flynn. Heißt er? Wurde beschossen. Ist ja schon wieder ein Tück. Da fliegt doch wieder einer, oder? Ach, zum nächsten. Oh, ich hab schon alle drei Teile. Triangulation. Boah. Triangulation klingt gut, aber die untere kann ich noch nicht holen. Beta-Subroutine. Wenn es das ist, wie es sich anhört. Hoffen wir mal. Lässt dich jederzeit den Bildschirmausschnitt vergrößern. Ja, sowas habe ich mir gedacht. Also bist du schon wieder korrumpiert? Meine Fresse, die Daten hier werden schneller korrumpiert, als man gucken kann. Thank you.
Ah, scheiße, ich habe noch Energiefeld dafür. Deine Noten an Jared Bradley von Alan Bradley. Jared, dein Zeugnis war mehr als enttäuschend. Lauter Einsen in den Computerfächern sind kein Ersatz für drei abgebrochene Kurse. Ich wollte gerne persönlich mit dir darüber reden, aber irgendwie bist du nie zu Hause. Ruf mich doch mal an im Büro. Dad. Oh, ich glaube, die Genehmigung habe ich aber schon. Ja, da drin. Da drin in diesem in der Röhre. Das hört man direkt, dieses Bling, Bling. Ganz ehrlich, ich laufe nochmal zurück. Ja, aber diese fliegenden Scheiße hört man. Da drin werden sie anscheinend gespawnt. Habe ich schon. Zack. Zack. So, unbekannte Subroutine will ich haben. Weißt du was? Es regnet heute schon wieder, ne? Ich wollte ja schon gestern raus zum rausgehen. Oh, weißt du was? Ich glaube, ich tu's einfach. Ich geh im Regen raus. Scheiß drauf, ob ich nass werde bis zu der Unterhose. Und sogar meine Schuhe nass werden. Scheiß drauf, ich geh leider nicht einfach raus. Ich bin schon den ganzen Tag raus und es ist schon wieder 15 Uhr. Jetzt gerade in diesem Moment. Ich will mich einfach mal bewegen. Können Sie das E-Mail-Fragment Nummer 2 über den Code des Tron-Erben zurückholen? Tut mir leid, der Zugriff auf diese Information ist beschränkt. Und warum? Ich brauche dieses Fragment. Wie komme ich daran? Eliminieren Sie die Feinde, die Stapel abtasten. Eliminieren Sie die Dinger, ja. Sehr gut. Entschuldigen Sie die Verspätung. Hier ist das Fragment Nummer 2. So, betrefft Ron Erbencode und Regen wird immer schlimmer, Alter. An Alan Bradley von Kevin Flynn. Tut mir leid, Alan, aber ich habe beschlossen, das Tron-Erben-Projekt zu kippen. Ich weiß, selber habe ich nach dem Upgrade geschrien, aber wie du weißt, ist die Digitalisierungsforschung weit hinter dem Zeitplan zurück. Genauer gesagt, hat uns die Zerstörung des Master-Control-Programms bis in die Steinzeit zurückgeworfen. Ja, die reden gerade vom Tron-Film, den ersten, ne? Nicht von Legacy, sondern einfach nur Tron, den Film. Wo sie das Master-Control-Programm kaputt gemacht haben, um wieder fliehen zu können. Auf jeden Fall will der Aufsichtsrat, dass wir jetzt unsere besten Programmierer an die Digitalisierung setzen und du bist einer der Besten. Melde dich bitte am Montag bei Walter. Mir ist klar, dass es weh tut, Tron ins Regal zu packen. Aber sieh es mal von der positiven Seite. Du kannst Seite an Seite mit deiner Ehefrau arbeiten. Kevin Flynn. Verdammt. So, liebe Leute. Es
Ist hier noch was? Nee. Wir machen das nächste Mal weiter. Haut rein. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst was Schönes da. Wir sehen uns das nächste Mal. Und nicht vergessen, ihr könnt auf unseren Discord-Server joinen, ab in die Community, ihr könnt mich auch unterstützen, ihr könnt mich auch abonnieren und sonstigen Kram. Also haut rein, tschüss, hab euch lieb und Tschüssikowski.